Herzlich willkommen zu den Online-Tutorials der Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule. In diesem Video wird Ihnen die Benutzung der EZB erklärt. In der elektronischen Zeitschriftenbibliothek, kurz EZB, kann nach Online-Zeitschriften recherchiert werden. Um eine Suche zu starten, geben Sie den Titel oder die ISSN der Zeitschrift ein. Es genügt, mindestens 3 Buchstaben pro Wort des Zeitschriftentitels einzugeben. In der EZB gibt es ein Ampelsystem, das die Verfügbarkeit der Zeitschriften anzeigt. Grüne Punkte bedeuten, dass die Zeitschrift frei zugänglich ist. Gelbe Punkte bedeuten, dass Angehörige der Tierärztlichen Hochschule Zugriff auf die Zeitschriften haben. Gelb-rote Punkte zeigen an, dass nur bestimmte Jahrgänge der Zeitschrift zugänglich sind. Rote Punkte signalisieren, dass kein Zugriff besteht. Es ist zu beachten, ab wann ein Zugriff möglich ist. Wenn Sie einen Link anklicken, werden Sie auf die Homepage des Verlags weitergeleitet. Falls mehrere Links vorhanden sind, probieren Sie bitte der Reihe nach durch, falls ein Link nicht mehr funktioniert. Bitte beachten Sie, dass jede Homepage anders aufgebaut ist und dass die Liste der einzelnen Hefte teilweise nicht direkt sichtbar ist. Je nach Homepage können Sie auch innerhalb der Zeitschrift nach Verfassern oder Aufsatztiteln suchen. Wenn Sie nicht fündig werden, besteht die Möglichkeit, den gewünschten Artikel per Fernleihe zu bestellen.